think you're up to the challenge. Gehen wir ein weiteres Sudoku. Yes. Sudoku-Zeit. Es ist Sudoku-Zeit. Oha. Und da ist eine Eins. Richtig? Bist du schnell? Weiß ich nicht. Hä? So. Ja, muss, ja. Nee. Kannst du vernünftig eine Eins einfach schreiben? Was ist denn los? So? So. Nee. Soll ich eine Eins schreiben? Schreib doch mal eine Eins. Aber du siehst sie auch, ne? Ist richtig. Ja, ja. Hm. Ich hab schon bessere gesehen. Mimimi. Mimimi. Hier kommt die Neun hin. Okay, warte. Ich sag mal kurz nochmal die Regel. Die grauen Felder hier, da dürfen nur gerade Zahlen rein. Hier ja. ist eine 1, da ist eine 1, da ist eine 1. Ja, Entschuldigung. So, und du darfst... Wir haben gestern das 16 mal 16 gemacht, das ist jetzt ja Kinderkram hier für uns. Na, wir haben gestern doppelt so viele Zahlen eingetragen. Das nicht zu schnell, um ehrlich zu sein. Ach. Ein bisschen Angst. Du meinst nur, weil hier keine einzige Zahl ist, das ist ja easy trotzdem, das kriegen wir hin. Ja? Ja, ja. Heute ist das, es ist das Neujahrssilvester. Ne, noch nicht ganz, heute ist der 31. Ja. Neujahrssilvester, Neujahrssudoku wollte ich eigentlich sagen. Nee, ist Silvester-Sudoku, wenn das Silvester-Sudoku, genau. Ja, guck mal, hier kommt eine 4 rein. Weil wir haben hier eine 4 und da eine 4. Genau, und ich habe noch eine Zahl tatsächlich, genau. Mensch. Hier muss eine 9 rein, weil hier kann es nicht sein. Das stimmt. Also hier. Und warum kann, achso, nee, kann sie nicht, ich habe die andere 9. Genau, wir haben schon 2 Neunen. Ja, die habe ich nicht gesehen, die dritte 9. Tatsache. Mhm. So. Hm. 3, 3, also hier ist eine 3, hier ist eine 3. Das heißt, hier kommt eine 3 rein. Mhm. In dem Fall, da muss ich dir recht geben. Können wir die andere auch schon raus? Nee. Welche andere? Ach, die andere da oben. 3. Nee, aktuell raus. Noch nicht. Nee. Aha. Naja. Ja, wir haben grad Rollo gegessen. Ach, keiner weiß, was ein Rollo ist. Nein, geil. Außerdem, eigentlich haben wir auch eher Raps gegessen, keine Rollo. Ja, wir haben einfach Rollo selbst gemacht. Das stimmt. Warte mal. Warte mal. Guck mal, ich warte. Hier sind ja 3... Gerade Zahlen. Gerade Zahlen, ne? Hilft uns das weiter? Weil hier ist die 4. Hier muss die 8 rein. Weil die 8 ist hier. Genau. Tatsächlich. Mhm. Da hast du recht. Ich wollte gerade sagen, das muss uns eigentlich helfen, oder? Ja, und dann kommt hier die 2 rein und hier die 6. Okay, stimmt. Hier ist schon die 2. Das geht also nicht mehr. 2, 6. Mensch, easy peasy. Damn. Es hält uns dann da noch die 1 und die 5. Das heißt... Warte, hier kommt die 6 rein. Hier ist nämlich schon die andere 6 und dann so. Ja, genau. Und... Eben hier fehlt uns noch 1 und 5. Und hier ist die 5, da ist die 1. Deswegen kommen die einfach genau das versetzt da rein. Genau, 5 und 1. Mensch, guck mal, dann fehlen uns ja hier auch nur noch 2 Zahlen. Das kriegen wir hin. Mhm. Was fehlt denn da? Die 1 fehlt, die 2 fehlt. Die 2 muss hier hin. Ja. Die 2 und die 3. Mensch, ich weiß nicht, wo die hin muss. Okay, und außerdem, jetzt können wir, guck mal, jetzt können wir sagen... was fehlt hier noch? Die 1 fehlt ja. Die 2, 3, 4, die 5 fehlt auch noch. Die 1 muss hier rein. Oh ja. Naja, weil da oben in dem Kasten schon eine 1 ist. Die 5, die 6, die 7. 5 und 7. Ja, das wissen wir gerade noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Aber guck mal, hier in dieser Reihe finden noch 2. Deswegen. Ja, die 5. Die 5 und die 8. Die 8. Die 8 ist aber hier schon. Ja. Fangen wir die 5 hier rein, die andere hier. Weil hier kann es ja nicht sein. Nee, das stimmt. Und dann? Dann kommt hier die 6 rein, wo das die letzte gerade Zahl ist. 2, 4, 8, dann kommt da die 6 rein. Ja. Ja, hätte man auch sonst sich herleiten können mit anderem Zeug. Stimmt, weil die 5 und die 7 noch fehlen. So, hier fehlen auch nur noch 2 Zahlen. Ja, die 5 und die 2. Echt jetzt? Ja, aber hier kommt die 5 rein. Nee. Genau nicht da rein kommt die 5, sondern da drunter, weil da oben schon die 5 ist. So.
meine Freundin will mir den Stift wegnehmen. Ja. Was will sie tun? Ich möchte selbst schreiben. Ey, findest du meine Schrift so schrecklich? Nein, man kann es lesen. Boah! Hä? Haut sie raus. Was? Man kann es lesen. Ja, was? Das ist so das niedrigste Kompliment, was du mir hättest geben können. Ein weiter ist, es ist unleserlich. Das ist so eine 4, was du mir gerade gegeben hast. Nee, schon gar nicht. Man kann es lesen. Nee, sonst hätte ich gesagt, weißt du, es ist zwischen unleserlich, es fällt ja auf jeden Fall noch dieses, boah, manchmal ist es schon schwierig, das zu lesen. Und, naja, also ich finde, man kann es lesen, ist voll okay. Ich kenne doch deine Schrift. Ach, 9. Vor allem, hast du gerade auch schon wieder das Gefühl, dass ich gerade voll geklammert wie Rezo? Ja! Rezo. Why are you like this? Wir haben einen Fehler gemacht. Was? Ja. Echt jetzt? Ja. Und wann? Also, guck mal. Warte, nee, doch nicht, ich nehme alles zurück. Ich dachte gerade, weil hier in dieser unteren Reihe ja noch 2 graue Felder sind, dachte ich so, aber warte, stimmt, es fehlen die 4 und die 8, aber stimmt überhaupt nicht, es fehlen 2, 4 und 8, aber ich dachte, naja, das funktioniert nicht, weil ich hier in diesem Feld, hier in dieses Feld weder die 4 noch die 8 rein kann und dann war ich verwirrt. Schreib mal nicht in das Feld, wo ich noch reinschreiben möchte. Hm. So, da muss die 8 hin, tatsächlich, ich weil die 8 ist schon hier oben. Die ist hier oben. Ja. Ja, so. Nein, deine Schrift kann man auch gut lesen, okay? Alles gut. So, und da fehlt jetzt noch die 1 und die 7, aber das wissen wir auch noch nicht, wo die reinkommen jeweils. In diesem Kasten hier. Ja. Was fehlt? Die 1 und die 7, ne? Mhm. Ja, das ist tatsächlich. Das ist wahr. Aber hier fehlt noch die 4 und die 9. Und dadurch, dass hier oben die 9 ist, kann man das relativ einfach machen. Wow. Ja. Du hast recht. Was fehlt denn hier noch? Die 2 und die 3. Und weil hier schon die 2 ist, kommen die jetzt hier oben rein und hier kommt die 3 rein. Ja. Okay. Warte. Nein. Sorry. Ich dachte, das hätte was anderes noch gelöst, aber hat es nicht. Weil hier kommt noch die 4 rein, weil die schon hier ist. Oh ja, stimmt. Dann kann die ja woanders gar nicht mehr rein. Genau. Makes sense. So. So, und hier fehlt noch die 8 und die 3 genau, in dem Kasten. Und weil die 8 hier oben war. Ja, hatte ich auch gerade im Kopf. Ja. Aber du warst schneller als ich. Tja. Ah, okay. So, dann kommt hier die 9 rein. Weil in das andere Feld von dieser Reihe muss eine gerade Zahl rein. Und die gerade Zahl ist hier 6. 6. So, hier fehlt ja noch die 1 und die 2. Zwei. Oh, die können wir beide noch nicht machen. Nee. Das ist tatsächlich unmöglich. So, aber können wir mal irgendwie die Mitte hier ein bisschen abschließen? Ja, stimmt. Guck mal, 2, die 4 und die 8 fehlt hier. Die können wir auch beide noch nicht machen. Die 8 können wir aber safe machen, weil wir, dann, guck mal, wir haben hier eine 8, da eine 8, hier eine 8. Oh ja. Und hier eine 8. Oh, oh Gott. Hier auch eine 8. Ne? Ja, ja, richtig, aber warte mal, ich habe gerade irgendeine Zahl gelöscht. Oh. Deswegen gehen wir zurück. Da, die 6 habe ich bekommen. Okay, warte nochmal. Hier ist die 8. Da ist die 8. Hier ja, und da auch. Ja, da muss ja die 8 hier rein. Geht ja nicht mehr. Genau. So. Schade. Naja. Was hast du da gerade für eine Zahl hingeschrieben? Ich kann es gar nicht lesen. Deine Schrift ist so unleserlich. Das ist eine 9. Siehst du das nicht? Mika, aber in die grauen Felder dürfen keine Zahlen rein. Oh, scheiße. Außerdem ist die 9 schon daneben. Was kommt dann rein? Eine 8, ja, ne? 8, ja. Jetzt erkennst du es, oder? Das ist einfach falsch. So schreibt man keine 8. Das ist wahr. Ich würde es aber so tun. So schreibt man keine 8. Sorry. Ja, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich weiß wirklich. Normalerweise weiß ich, dass es VII ist. Ich weiß nicht, wie es gerade kam. Mika möchte nicht mehr, dass ich das Laptop verstehe. Ich mache das jetzt alleine. Okay. Das ist die 1, die 2, die 3. Was ist los mit dir, Mensch? Die 4 fehlt noch, aber die kann nicht da sein. Das heißt, die 4 muss hier hin. So. Ja, dann fehlt noch eine Zahl. Aber du willst ja nicht mehr, dass ich das mit dir mitmache. Deswegen sage ich jetzt auch einfach nicht, welche Teil da reinkommt. Ich hätte jetzt einfach hier so gemacht. Das wäre auch richtig gewesen. Egal. Okay. 1, 2, 3, 4, die 5, die 6, die 7. Die mache ich auch kurz. Nee, ich könnte ja auch das hier machen wollen. Mhm. Ich habe deine Taktik überhaupt nicht hinterfragt oder so. Bitte fühl dich nicht angegriffen durch meine Kommentare, die ich überhaupt nicht mache.
packe hier mal schnell eine 7 hin. Weil hier ist ja die 1. Dann kannst du da ja auch schon eine hinpacken. Hey, jetzt hast du alles kaputt gemacht. So. Nein, hast du nicht. Sorry. 1, 2, 3, dann kommt hier die 7 rein oder die 5. Hey, hallo. Da kommt erstmal die 4 rein. Weil die hier schon drin ist. Und jetzt erklär mal du deins kurz. Also wir hatten hier in diesem Kasten das Problem, dass da noch die 5 und die 7 fehlt. Ah, jetzt haben wir da in der allerobersten Reihe ja eine 7. Deswegen kommt da dann die 5 rein und dann da unten die 7. Das macht voll Sinn. Du bist echt schlau. So, dann fehlt in dieser Reihe auch noch die 3 und die 5. Und das kriegen wir bestimmt auch schon hin, weil hier unten ist ja auch schon eine 5. Mhm. Das heißt, da kommt dann die 3 rein, dann kommt die... Wow, das hätte gerade wirklich beides sein können. Nein, umgekehrt. Da kommt die 5 rein, weil hier unten ist schon die 5. Deswegen kommt da die 3 rein und da die 5. So. Und hier unten kommt die 1 rein, ne? Ich habe das Gefühl, diese Doku stellt gerade aus irgendeinem Grund unsere Beziehung auf die Probe und ich weiß nicht warum. Ist vor allem gar nicht so schwierig. Es ist wirklich easy. Nicht schwierig. Wir kommen hier eigentlich gut durch. Ja. 1, 2, 3, 4, die 5. Ich weiß nicht, in welcher Reihe. Ist aber schon hier, das heißt, die 5 kommt hier hin. Was fehlt noch? 6, 7, 8, die 9. So. Und hier fehlt die 1. 1 und die 3. 3. Dann würde ich die 3 mal hier hinschreiben, denn die ist ja schon hier. Ja, und die 1 da drüber. Die 1 will ich rüberpacken. Okay. Warte, hier fehlt ja auch die 1. Dann muss die hier hin. Und da drüber die 2. Und dann muss hier die 2 hin. Und hier dann dahin die 6. Perfekt. Tada! Yay! Yay! Das war einfach. Das war schön. Das ging auch nicht so, hat auch nicht so lange gedauert. Mm-mm. Du surfst hier gerade weg. Hä? Ich will nicht nur trinken. Joanna trinkt gerade ein Beck's Eis. Ja, Mika hat sein... Ich habe mein Becks Eis schon seit einer halben Stunde auf und jetzt sagt er, ich süffel hier meins weg, als würde ich gerade einfach. Ich verstehe das nicht. Alles gut. So, dann hoffe ich, ihr feiert schön rein. Ja, und Happy Silvester. Genau, bis morgen. Mal ganz kurz, das ist eine 3. Ja, was soll es sonst sein? Wenn nicht ein Mond mit einer Nase, so wie ein Kind es malen würde. So arschig. Ich weiß. Guck mal, ich dachte, vielleicht könnte das so eine 9 sein, die hier, sag ich mal, so den, wo das so ausgeblichen ist irgendwie. Ja. Aber dann ist mir aufgefallen, dass hier schon eine 9 ist. Aber vielleicht ist auch ein G. Vielleicht auch ein kleines G. Aber wer das in so Doku packt, der, naja. Naja. Tschüss. Tschüss.